Webweinschule wird präsentiert von Selters. Hi, herzlich willkommen zum Adventskalender der Webweinschule, heute Tür 18. Und wir verkosten rote Randrebsorten, und zwar blind. Und Anja erzählt euch jetzt, was wir eingeschenkt bekommen. Nein, Felix. Felix. Anja erzählt euch gar nichts, denn sie weiß es nicht. Der Stammheimer Eselsberg ist die Herkunft des Akkolon, den ich heute für Team Anja bereitstelle. Es ist eine Lage in Franken, auch wenn man bei Stammheim sofort an Stuttgart denken könnte. Und das Weingut Dereser gehört zu den Weingütern, die sich schon in der Vergangenheit öfter dadurch hervorgetan haben, dass sie hervorragenden Akkolon machen. Ich könnte mir vorstellen, das wird ganz schön knifflig. Auch hier trinken wir ein stilles Wasser dazu. Ah, da kommt schon der nächste Weinflug. Gibst du mir nochmal von dem Naturell? Genau, wir verkosten ja immer mit Selters Mineralwasser. Und da wir beim Thema Rotwein sind, natürlich vorrangig mit dem stillen Wasser von Selters, nämlich dem Naturell. Wer das nicht so gerne hat, der dürfte sich auch an Medium ranwagen, aber ja, geht bei ganz leichten Rebsorten oftmals ganz gut. Halleluja, hat das eine Farbe. Komm ich direkt ins Straucheln hier gerade bei meiner Wassermoderation. Das ist mal ordentlich kraftvoll. Tinte. Eieieiei. Ich hoffe, man kann das sehen in der Kamera. Das ist fast lila, ne? Das aber. Ich hätte einen, also schon vom Geruch her hätte ich eine Idee. Ja. So viel Paprika in der Nase, ne? Mhm. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ach Gott. Also ich glaube, wir haben alle drei eine Idee, aber es gibt natürlich auch einen Dritten hier im Bunde. Und das ist der Leo, der sitzt hier zu meiner Linken. Vorgestern habe ich den Florian gebeten, ein paar Worte zu sich zu sagen. Mich kennt ihr ja eh. Und Leon ist dein richtiger Name oder Leo? Nee, Leo. Leo tatsächlich, okay. Leo ist Webweinschüler, Leo ist aber auch Planet Weinkunde und Gast und saß unlängst auch in einer sehr, sehr schönen Verkostung hier im Planet Wein und ist heute Teammitglied Team Anja und wir verkosten ja immer noch rote Randrebsorten, kämpfen uns da durch. Und Leo, sag doch mal ein bisschen was zu dir, wie kommst du zum Wein und was machst du sonst so, außer hier sonntags im Planet Wein zu sitzen und unbekannte Rotweinrebsorten blind zu verkosten. Mit mir unbekannten Menschen. Das kam eigentlich so, ich habe die Folge zu den weißen Randrebsorten eigentlich gesehen und ich bin leidenschaftlicher Weißweintrinker und das hat mich direkt qualifiziert, bei der roten Folge mitzumachen. Ich habe mich eigentlich für weiß beworben, bin dann irgendwie in den Topf für die roten geraten, ohne es zu ahnen. Und dann, als ich bei der Veranstaltung war, bin ich einfach ins Team Anja gewählt worden. Und zweite Qualifikation ist, ich habe schon mal Frühburgunder getrunken. Insofern werde ich die meisten Weine jetzt hier nageln und ich bin eine fähige Unterstützung. Im echten Leben arbeite ich wie jeder zweite Berliner in einer Agentur, mache was mit Medien. Und bin in der verzweifelten Homeoffice-Phase während Corona in den Alkoholismus übergegangen und habe ganz viel Wein probiert und getrunken und here I am. Okay. Verkostet man im Homeoffice eigentlich in der Tasse, so wie wir das immer so vorgegaukelt bekommen? Die Videos mit den Menschen im Homeoffice, die an Videokonferenzen teilnehmen und sich morgens schon das erste Glas Wein in die Kaffeetasse einschenken, das habe ich gehört. Damit keiner sieht. Wir haben zu Hause Zahnputzbecher. Okay, wir müssen jetzt tatsächlich zu einem Ergebnis kommen. Ich schwanke sehr, aber das ist schon ziemlich kabbel. Also mich erinnert das einfach an so kraftvolle Rotwein-Cuvées von sehr bekannten Winzern aus der Pfalz mit viel Cabernet d'Orsa und Cubin und es könnte natürlich auch Akkolon sein, aber mein letztes Akkolon-Erlebnis ist, keine Ahnung, das ist so 100 Jahre her, kann mich nicht dran erinnern. Also sind wir jetzt alle gerade auf dem gleichen. Es hat so nach Paprika gerochen, als man das erste Mal reingerochen hat. Genau, das ist jetzt leider das weg. Ist jetzt ein bisschen weggegangen. Mhm. Aber so diese Cassis-Nase oder so hat es nicht so deutlich, ne? Nee. Wie man sonst vielleicht erwarten würde. Ist nicht so einfach, ich tendiere aber auch eher dahin. Ja, ich auch. Ich glaube auch, erste Intuition wäre tatsächlich auch in meinem Fall jetzt. Die lassen wir noch, oder? Frühburgunder Domina lassen wir noch.
Vielleicht hat er ein bisschen wenig Gerbstoff hinten raus für Cabernet Dose. Und Akkulon ist nicht so gerbstoffreich eigentlich, oder? Ja. Das ist so richtig Sonne in Flaschenaroma. Ja, und das ist ja viel Frucht und so. Wir schwanken. Aber wer schwankt, hat mehr vom Weg. Wir können ja später nochmal umswitchen. Wir haben gesagt, das schmeckt wie Cabernet Cubinitos Dosa und wir loggen das mal ein. Also, wir sind mit unserem dritten Wein auf Cabernet, Mythos, Dorsa und Cubine. You never know. Bis übermorgen.